Ja, schönen guten Tag bei dem aktuellen Tailwind-Video. Ich bin heute bei der SPD, Karin Logemann, bei Karin Logemann, der direkt gewählten Abgeordneten der Wesermarsch. Schönen guten Tag. Ja, hallo, moin. Wie ist so die allgemeine Prioritätensetzung mit der Zeit? Schön, dass das geklappt hat. Es ist ja eine recht turbulente Zeit, auch aus medizinischer, organisatorischer Sicht. Kriegt man seine allgemeinen Vorhaben und Dinge, die erledigt werden müssen, so derzeit noch ganz gut auf die Reihe, oder ist es wirklich knapp? Es ist schon so, dass das nochmal die Pandemie uns nochmal vor besondere Herausforderungen stellt. Und zu der aktuellen und üblichen Wahlkreisarbeit, die man hat, wo es um die Themenbildung geht, um Unternehmensbegleitung, um soziale Themen, kommt das Thema Corona natürlich nochmal ganz dick dazu. Das muss man ganz deutlich sagen. Beschäftigen uns jetzt eben die Themen Impfzentrum, Impfen mit Ärzten. Wir sind hier der erste Landkreis mit gewesen, der das Modellprojekt hatte zum Thema Impfen der Ärzte, wo ich maßgeblich auch dran mitwirken konnte, dass das so kommen konnte. Und das hat uns natürlich auch nochmal wichtige Impulse gegeben für die spätere Impfung der Ärzte. Also das war ein ganz wichtiges Modell. Und so ist man halt immer im Moment in so einem Fluss und guckt, ah, was ist jetzt aktuell von der Pandemie wieder gefordert? Was ist die Thematik? Impfen, testen, Masken tragen, immer dasselbe. Und im Moment ist es ja so, wir haben uns hier wunderbar entwickelt in der Wesermarsch von einer Hochinzidenzkommune zur Null-Inzidenzkommune. Und das ist natürlich ein ganz, ganz toller Erfolg aller Definitiv. Bürgerinnen und Bürger, die nämlich sich ganz streng an die Vorgaben halten und eben die Aha-Regeln einhalten. Es sind schon viele geimpft und ja, da kann man nur wirklich ein ganz dickes Lob aussprechen an alle, die daran beteiligt sind, an alle, die testen, an alle, die impfen und natürlich an die Bürgerinnen und Bürger, die sich an die Regeln halten. Ja, Das ist und vor ganz allen Dingen toll. auch, das kann ich aus eigener Erfahrung mitteilen, auch aus der eigenen Familie, was die Impfzentren und Ärzteimpfung angeht, es ist eine Wahnsinnslogistik, die dahinter steht, das Genau. Ganze so bewältigen zu können und dass die Abläufe so geordnet und wirklich strukturiert mit System angeboten werden können. Dessen sind sich viele gar nicht bewusst, habe ich manchmal den Eindruck. Was da für eine Logistik hintersteckt, das Genau, ist und irre, das ist ja. auch in der Zeit Ebene auch so ablaufen kann, wie es abläuft. Und es hat da zum Erfolg geführt. Ja, Insofern, ja. was sind so die groben, grundlegenden, einprägsamen Erlebnisse aus der Kindheit? Soweit ich weiß, auch ländlich geprägt. Also ich bin tatsächlich in Berne geboren und dann eigentlich nur ein paar Dörfer weiter gezogen, als ich meinen Mann kennenlernte und wir geheiratet haben. Wir leben in Hittichwaden seit über 40 Jahren jetzt und ist ja Gemeinde Berne. Von daher habe ich der Gemeinde die Treue gehalten und natürlich auch diesem Landkreis, den ich wirklich liebe. Also das muss ich sagen, diese Abwechslung zwischen den unterschiedlichen Gebieten, ob wir übers Moor reden, ob wir über die Marsch reden, ob wir über die Küste reden, unsere Deichregion. Also es ist einfach ein fantastischer Landkreis und hier bin ich aufgewachsen und hier setze ich mich natürlich auch ein. Einprägsame Erlebnisse. Ja, also ich bin ja mitten in Berne geboren und da auch aufgewachsen mit Freunden und Freundinnen aus der Straße gespielt und ja, wir kennen uns noch heute. Viele sind hier geblieben oder kommen gerade zurück. Auch interessant, Heimkehrer, back to the genauso. roots, Ja, richtig, ist quasi. also ganz spannend und ja, so besonders schön in Erinnerung geblieben ist mir gerade jetzt im Sommer, wenn wir abends auf die Suche nach Nachtfaltern gingen. Das war immer eine besonders schöne Zeit, mit den Nachbarskindern zusammen zu gucken, wo sind die Nachtfalter, wie sehen sie aus. Und ja, das ist ja auch ein unmittelbarer Bezug zu unserer Thematik rund um das Thema Klimaschutz. Also das war damals Spielerei und heute ist es halt das Thema Biodiversität, was uns bewegt. Gibt es diese Falter noch? Wenn ja, in welcher Menge? Wer ist verschwunden? Also das ist ja eine gewaltige Thematik, die wir da gerade bewegen. Merkt man da jetzt bei Genossen und Genossinnen Unterschiede, wenn Leute vielleicht aus einer Metropolregion kommen, wenn man so privat miteinander spricht? Mensch, da sind ja doch Kenntnisse, eigentlich Dinge, die man selber als grundlegend erachtet, mit dem Blick durch landwirtschaftlich geprägten Blick, durch eine Gemeinde wie Berne im Nordwesten, dass man da manchmal
Also das ist bestimmt so. Also da Ja. stimme ich Ihnen unumwunden zu. Ja. Das ist vollkommen logisch. Wenn man in der Stadt groß geworden ist, dann hat man eine andere Sicht auf ländliche Regionen und andersrum ist es aber genauso. Wenn man in einer ländlichen Region groß geworden ist und ich bin ja jetzt berufsmäßig viel in Hannover, das ist eben was anderes, wenn ich in Hannover bin oder ich wieder zurück kann in die Wesermarsch. Und vor dem Hintergrund sage ich immer, was wichtig ist, bei aller Thematik, die wir im Moment so vor der Brust haben, ist es natürlich, dass man gegenseitig akzeptiert, dass man einfach aus unterschiedlichen, ja, Empfindungen, aus unterschiedlichen Leben kommt und man aber fair und sachlich immer damit umgehen muss, wie ist das Leben denn auf dem Land, wenn man in der Stadt lebt oder in der Land, im Land, okay, warum haben Stadtbewohner vielleicht eine andere Haltung zu Landwirtschaft, als wir das haben, weil wir vor unserer Tür natürlich täglich sehen, wie Landwirte und Landwirtinnen hier wirtschaften. Das ist in der Stadt leider nicht so, das ist da ein bisschen verloren gegangen. Und das ist eine meiner Aufgaben. Ich bin ja agrarpolitische Sprecherin im Niedersächsischen Landtag. Und das, finde ich, ist eine meiner Aufgaben, eben so ein bisschen zu schärfen auch, dass man gegenseitig Verständnis füreinander hat. Also den anderen bei den seinen Gedanken abholen, wie du Ja, schon sagst, sich in die genau. anderen Bereiche reindenken können und dann eben versuchen, dementsprechend einen Kompromiss zu Genau. finden, wie es in der Politik Genau, und gang auch und gäbe wollen, ne? ist. Also die Und auch Bereitschaft so ein bisschen wollen, zu wecken, auch sich mal Gedanken darüber zu machen, was bedeutet das eigentlich, das Wirtschaften, die Herstellung von Lebensmitteln, was ist da eigentlich für erforderlich? Und nicht mir das Bullerbü zu zeichnen, das kann man gerne im Buch sich anschauen und man kann sich auch drüber freuen. Ich tue das auch, bin ein absoluter Fan von Astrid Lindgren, aber man muss schon auch gucken, was Realismus ist die bei. Realität und da glaube ich, hapert es manchmal, und da will ich gerne dran mitwirken, dass dieses Verständnis füreinander da ein bisschen mehr geschärft wird. Sind gelernte Erzieherinnen, da kann man sicherlich auch so ein paar soziologische Aspekte im Umgang miteinander, auch mit anderen Parteien, gewinnen. Gibt es da bestimmte Bereiche? Also kann man daraus auch Antriebsgründe für Auf jeden Fall. das politische Ja, Engagement auf und den jeden Fall. Willen auf dem Weg dahin erkennen? Ja, also ich habe ja irgendwie, ich bin ja auch schon ein bisschen älter, muss ich auch mal gestehen. Und ich habe eigentlich ja ganz, ganz viel Erfahrung gemacht im Laufe meines Lebens, die mir jetzt in meiner politischen Arbeit wirklich helfen. Als Erzieherin, was ich wirklich mit großer Liebe gemacht habe, habe ich natürlich viel zu über das Thema Psychologie gelernt und gelesen und angewandt, viel über das Thema Pädagogik, viel über das soziale Miteinander. Also das hat mich ja wirklich geprägt. Ist übrigens auch einfach dieses soziale, die soziale Gerechtigkeit ist für Ein mich Grundstein. unglaublich wichtig, ne? Und ich habe dann ja im Laufe meines Lebens, ich bin 15 Jahre, bin ich freiberuflich als Journalistin tätig gewesen, auch ein ganz, ganz langer Bereich. Ich habe dann nochmal umgeschult zur Das wollte ich noch IT-Systemkauffrau. ansprechen, Genau, genau. das war auch eine spannende Zeit, muss ich sagen. Da war Ja, ich ein ganz ein anderer Bereich, ganz ganz anderer anderer Bereich, Bereich. andere Damals Welt, ja. ging es los mit den PCs und ich hatte die Möglichkeit bekommen, als ich kandidiert habe für die SPD, habe ich nochmal die Möglichkeit bekommen, als Marketingassistentin zu arbeiten. Und das Unternehmen gab mir dann die Möglichkeit einer weiteren Ausbildung. Und damals ging es gerade so los mit den PCs. Und ich habe gedacht, boah, Karin, da weißt du noch nicht viel von, das solltest du vielleicht wahrnehmen, das solltest du machen. Und so habe ich dann mit Anfang 40 die Schulbank gedrückt, ganz normal zur Berufsschule gegangen und tatsächlich auch vor der Industrie- und Handelskammer dann eben meine IT-Systemkauffrau abgelegt. Also das war wirklich eine Herausforderung und Aber es ist ganz nie zu bestimmt spät, nicht, man nee, lernt das immer noch möchte ich, dazu, genau, das möchte ne? ich damit sagen Eines und Tages allen Menschen lernen. Mut machen, die sagen, ich will noch mal was anderes wagen und probieren. Ja, und das alles zusammengenommen, da habe ich dann irgendwann die Entscheidung getroffen, ich mache mich noch mal selbstständig mit einer PR-Agentur. Und ich war 8 Jahre selbstständig mit einer PR-Agentur, habe also Entwicklung gemacht von der Entwicklung des Logos bis zur Internetpräsenz, Begleitung auf Messen, Pressebegleitung, alles Mögliche angeboten, war auch super interessant und auch all diese Bausteine, die ich hatte, haben mir da natürlich sehr geholfen im Umgang mit den Kunden natürlich auch.
Und ja, das alles, sage ich mal, ist wirklich eine super Basis für meine Arbeit als Politikerin, als Abgeordnete, wo man permanent natürlich immer gucken muss, dass man ja empfänglich ist für Argumente, dass man sachlich diskutiert, dass man jedem die Möglichkeit gibt, auch vorzubringen, was der oder die gerade auf dem Herzen hat und was sie bewegt. Und ich bin jemand, bin großer Freund von Gestik und Mimik, und ich kann sehr gut an Körperhaltung, Ablesen. Gesichtsausdrücken ablesen, wie es meiner Gegenüber geht, und das ist wirklich für mich ganz, ganz viel wert. Da war sicherlich auch der Journalismus eine gute Übung oder eine gute Erfahrung, die man mit einbringen konnte aus den Bereichen Politikerinterviews, jetzt im kommunalen Bereich oder auch auf der Länderebene. Wie sind da die Mechanismen und Abläufe Haben Sie dann? vollkommen recht. Also diese Erfahrung, die ich gemacht habe, und ich erinnere an ein Interview, das ist sehr, sehr lange her, das war im Arbeitskampf bei DASA in Lemwerder mit Gerhard Schröder. Damals war ich noch gar nicht in der SPD, aber das ist einfach sehr interessant, wie man das gelernt hat, eben auch mit solchen Menschen zu sprechen, und dass das normale Menschen sind wie du und ich. Und das Wichtigste, was ich gelernt habe als Journalistin, ist zuzuhören. Und das ist wirklich eine Tugend, will ich schon fast sagen, die ist doch dem einen oder der anderen abhanden gekommen. Und ich glaube, das ist aber eines der wichtigsten Dinge, wenn man mit Menschen zu tun hat, dass man diesen Menschen zuhören kann. Gedanken abholen, ja, das Genau, ist dann wieder das genau. Grundelement, Ja, nicht? genau. Basiert auf dem Zuhören. Ja, Ja, genau. ja ich glaube, damit meinen Sie jetzt auch wirklich alle Bereiche, vom Ja. politischen Miteinander bis Ja. hin zum privaten Ja. Bereich. In der Politik selbst, mit den Ausschüssen, also Sie sind jetzt in dem Ausschuss im Landtag für den Bereich Landwirtschaft. Wie ist das, wie kann man sich das vorstellen? Kriegt man diese Ämter, Bereiche zugewiesen oder sind die frei wählbar? Wie ist da der Ablauf, nur dass man es mal versteht? Ja, sehr gerne. Das erläutere ich sehr gerne. Es ist eigentlich gar nicht so wirklich anders als auf Gemeindeebene. Also es ist so, wenn man in den Landtag gewählt wird, wie es bei mir der Fall war, dann kann man sich äußern und kann sagen, ich würde ganz gerne in dem oder dem oder dem Bereich mitarbeiten. Von Haus aus bin ich Bildungspolitikerin, das versteht sich von selber, und habe aber eine große Affinität auch zu den Themen Agrar, zu Landwirtschaft, zu Ernährung, vor allen Dingen Lebensmittel, Verbraucherschutz, liegt mir sehr am Herzen. Und da war es jetzt in der Legislaturperiode, in der aktuellen, so, dass ich mich beworben habe als Sprecherin für diesen Bereich. Und wenn man eine Sprecherin wird, was mir gelungen ist, dann ist es so, dass man in der Regel keine anderen Ausschüsse mehr bestücken soll, weil das sehr viel Arbeit ist. Also ich Für die bin, Konzentration genau, auf ne, einen Bereich. Konzentration auf einen Bereich. Ich bin zuständig für ganz Niedersachsen. Ich bin in Berlin, ich bin bei der EU. Also das ist einfach dann schon eine große Aufgabe. Ich habe aber, weil es mir auch noch mal so am Herzen liegt, bin ich weiterhin im Unterausschuss Häfen und Schifffahrt. Das ist natürlich ein Thema, was auch die Wesermarsch sehr betrifft. Und deswegen bin ich auch in diesem Ausschuss. Und mein Bildungsausschuss, in dem ich in der letzten Legislaturperiode war, da bin ich stellvertretendes Mitglied. Das heißt, ich bekomme alles mit, was in diesem Ausschuss halt vonstatten geht. Als Wahlkreisabgeordnete aber ist es so, dass ich natürlich hier für alle Themen zuständig bin. Also ob es um Wesermetall geht, ob es um Schiffbau geht, ob es um Straßenbau geht, ob es um irgendwelche bildungspolitischen Themen geht, Ausstattung von Schulen. Also Da muss man gedanklich schon schneller hin genau, und her also switchen. hier im Wahlkreis bin ich für alles zuständig. Fürs Land Niedersachsen bin ich die agrarpolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion. Ja, was jetzt natürlich auch zum Thema passt und die Zuschauer sicherlich interessiert, gerade es wird häufig bei Politikern gefragt, Mensch, wie ist das? Wird jetzt nur von A nach B geflogen oder nehme ich eher den Zug oder das Auto? Ich nehme an, bei Ihnen ist das ein Wechsel zwischen Autofahren und wenn es geht auch mal die Bahn oder lieber. Hildigwagen ist ja jetzt auch. Mitten in einer Pläne. Nicht so ganz angeschlossen. Nicht so ganz angeschlossen, das ist richtig. Also ich splitte das natürlich. Also erstmal fliegen tue ich von Haus aus nicht besonders gerne. Das reduziere ich, Tagesflüge jetzt. ja, das reduziere ich, also Tagesflüge eigentlich gar nicht.
wirklich, wenn ich mal beruflich weiter irgendwo muss oder wir auf einer Ausschussreise sind und es wird geflogen, dann fliege ich auch. Aber ich bin dreimal die Woche tatsächlich in Hannover und einmal die Woche, einmal im Monat eine ganze Woche, dann haben wir immer Plenum. Und die dreimal in der Woche fahre ich immer hin und zurück. Und das mache ich grundsätzlich mit dem Zug. Weil ich fahre zurück natürlich, damit ich abends Termine im Wahlkreis wahrnehmen kann. Und ich fahre sehr gerne Zug, weil ich dann in der Lage bin, ich kann dann Man arbeiten. schafft Also dann was, ich habe mein ne? mobiles Büro immer dabei und ich kann dann was machen. Und wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, kann ich das natürlich nicht. Dann kann ich telefonieren, aber ich kann ansonsten nichts machen. Von daher ist meine Präferenz immer, wenn es irgendwie geht, ich fahre mit dem Zug. Und da könnte ich ein Buch drüber schreiben, muss ich Ihnen mal sagen, was man so erlebt, wenn man mit dem Zug unterwegs ist, an allen möglichen Hindernissen, die man da so zu umklippen hat, damit man auch pünktlich bei seinen Terminen ist. Also das ist spannend. Also ich fahre mit dem Zug, wenn ich nach Hannover unterwegs bin. Wenn ich aber im Wahlkreis unterwegs bin, und mein Wahlkreis ist ja die Wesermarsch, und als Betreuungswahlkreis habe ich noch das gesamte Ammerland. Betreuungswahlkreis deshalb, weil im Ammerland gibt es keine SPD-Abgeordnete. Und dann betreue ich dieses Ammerland mit. Dann bin ich mit meinem PKW unterwegs. Also das ist einfach Es zu gibt da einfach schwierig, hier mit dem Situationen. ÖPNV hin und her zu kommen. Und das geht nicht. Und da bin ich dann natürlich mit dem Auto unterwegs. Was ganz gut gerade in diese KW, in diese Woche heute passt, heute ist das 8-Milliarden-Programm für das Klima von Bundesumweltministerin Svenja Schulze veröffentlicht worden. Wie ist Ihre Sicht auf die Einteilung? Also es sind für energetische Sanierung, Wohngebäude, Neubau 5,5 Milliarden eingeplant, für Wälder und Moore 330 Millionen. Das betrifft auch den Schutz von nachhaltiger Waldbewirtschaftung. 200 Millionen davon sind reserviert für Klimaschutzleistungen der Wälder, um diese auch dementsprechend aufzubauen. Wie ist da Ihre Sicht auf die Werte? Also Landwirtschaft 150 Millionen zur Förderung der Energieeffizienz im Agrarsektor. Wie setzt man da die Prioritäten? Ich stelle mir das schwierig vor. Bekommt man da von verschiedenen Positionen dann Schwerpunkte genannt, in welchen Bereichen wie viel investiert werden muss? Wie kann man sich da den Ablauf vorstellen? Also erstmal, ich glaube, dass wir den Klimawandel haben, das brauchen wir nicht zu besprechen. Das ist sehr deutlich, das sehen wir auch sehr deutlich am Anstieg nochmal des Meeresspiegels. Wir waren gerade vorgestern am Deich und haben nochmal darüber gesprochen, wie wichtig es ist, die Deiche eben auf entsprechende Höhe zu bringen. Also gerade hier in der Wesermarsch, wenn man hier lebt unter Null, ist das ein Thema, dem man sich wirklich widmen muss. Und man darf dieses Thema eben nicht vernachlässigen. Deshalb begrüße ich auch ausdrücklich, dass es jetzt das Klimaschutzgesetz gibt. Und das bedeutet ja, dass wir bis 2045 klimaneutral werden wollen. Das bedeutet ja, das, was dann noch in die Atmosphäre kommt, muss kompensiert werden auf natürliche Art und Weise. Das heißt ja diese Klimaneutralität. Jetzt zum 8-Milliarden-Paket, was Sie ansprechen. Sie fragen nach Prioritätensetzung. Also das ist natürlich unglaublich wichtig. Man muss gucken, wo man am schnellsten und am effektivsten natürlich auch zu Veränderungen kommen kann. Und das ist zum Beispiel ein Bereich, wo wir auch eine große Akzeptanz feststellen. Das ist ja auch immer sehr wichtig, wo ist etwas umsetzbar und wo gibt es richtig noch mal Probleme. Eine große Akzeptanz im gesamten Bereich der energetischen Sanierung von Gebäuden. Das ist unglaublich wichtig und ich halte das für richtig gut, wenn eine Regierung dann diese Programme unterstützt und begleitet, dadurch, dass sie finanzielle Anreize schafft für Eigentümer und Eigentümerinnen, eben in die Häuser zu investieren, um die energetische Sanierung voranzutreiben, weil das ein ganz, ganz großer Faktor ist, wo wir schon mal ein ganzes Stückchen weiterkommen. Sie haben angesprochen Wald und Moore, ebenfalls ein ganz, ganz großes Thema, Oft auch unterschätztes oft Thema. unterschätztes Thema, was aber auch gerade bei uns in der Wesermarsch eine große Rolle spielt, weil wir hier viele Moore haben, die auch bewirtschaftet werden natürlich. Und da muss man jetzt wirklich mit ganz viel Sensibilität natürlich gucken, wie kommen wir da zu wirklich wirksamen Maßnahmen und was kann man tun. Deshalb ist auch da das Geld richtig angebracht und ganz besonders natürlich in unseren Wäldern. Wir wissen, jeder Baum hilft uns. Und das ist unbedingt wichtig. Unsere Wälder haben extrem gelitten in den letzten Jahren.
durch Stürme, durch Krankheiten, durch Trockenheit. Insektenbefall, Trockenheit, also Riesenthema. Wir sind gerade dabei, mit massiven Unterstützung finanzieller Art die Wälder zu versuchen, wieder aufzubauen. Und das ist eine Riesenaufgabe, die da gestemmt werden muss. Und die ist unbedingt wichtig. Im landwirtschaftlichen Bereich, die Landwirtschaft ist ja emittent, also die Landwirtschaft ist natürlich produziert natürlich CO2, sie ist also Betroffene und aber auch Nutznießerin gleichzeitig. Und auch da ist es natürlich ganz wichtig, wenn wir uns nur mal anschauen, dass man eventuell in den Neubau von Ställen investieren will, um eben nochmal dort auch die Tiere anders unterbringen zu können. Also das ist auch da ein Riesenthema. Also ich habe sehr wohl heute Morgen verfolgt, wo investiert werden will, und ich glaube, dass wirklich die Schwerpunkte herausgegriffen worden sind. Ja, Sie sind auch Mutter von drei Töchtern. Gibt es da häufig oder ab und zu mal Diskrepanzen in der Argumentation oder den eigenen Vorstellungen oder ist man da zum Großteil auf einer Linie Ich oder bin, andersrum ne, genauso? genau, also ich bin niemand, die sich hinsetzt und sagt, hier, ich habe die Weisheit mit Löffeln gegessen und was ich sage, das stimmt und alles andere ist verkehrt. Also so kennt man mich, glaube ich, hoffentlich nicht. Und so laufen auch die Diskussionen bei uns im Haus ab. Meine Töchter sind ja schon erwachsen und trotzdem haben wir ein sehr enges Verhältnis und natürlich diskutieren wir über diese Themen. Ich habe auch schon drei Enkelkinder und da will man natürlich, dass auch diese drei Enkelkinder in einer Welt groß werden können, so wie auch ich sie erlebt habe. Und das treibt mich schon an bei allem, was ich mache und bei allem, was ich lese und bei allem, was ich weiß und erfahre über das Thema Klima, Klimaschutz, Klimawandel. Unbedingt wichtig. Nee, die Diskussionen, die laufen durchaus auch, ja, mal hitzig, aber also wir diskutieren in einer super Atmosphäre, sozusagen. Häufig ist ja da das Problem bei der Jugend, was von der älteren Generation genannt wird, ist die Realisierbarkeit und Umsetzbarkeit. Ziele und Ambitionen sind natürlich erwartungsgemäß hoch. Aber ich finde, das Häufig ist wird ja auch auch das unterschätzt, Privileg, aber ich ja? glaube, Das ist das Privileg von Jugend, finde ich, weil definitiv die da. all diese Päckchen, die ich vielleicht schon kenne, mitgetragen habe, die ich weiß einfach immer manchmal schon so diese ein bisschen auch das Thema, oh Mann, haben wir immer versucht, ging nicht. Ich glaube, alles hat seine Zeit und man muss es immer wieder versuchen und irgendwann ist die Zeit, da ging es, das Thema Blühstreifen alleine, wenn wir die Diskussion mal nehmen. Das ist vor 10 Jahren, wenn Sie das irgendwo im Gemeinderat auf die Wurde es Tagesordnung noch gesetzt haben, dann belächelt? wurde das belächelt. Heute ist das was? Ihr habt keine Blühstreifen, kann ja wohl nicht angehen. Also ich will damit sagen, man sollte nie aufhören, immer wieder irgendwas zu versuchen. Und das Privileg von Jugend ist einfach, dass sie ganz unbedarft fordern können. Also das finde ich schon. Aber letzten Endes ist Verantwortungsbewusstsein aus Ihrer Sicht in der Jugend, wenn man es so auf Ihren Bereich bezieht oder aus den eigenen Erfahrungen, schon gestiegen, gerade das politische Interesse und Umdenken. Es gab ja zwei, drei Generationen, wenn ich mich zurückerinnere, wo gesagt wird, Mensch, Politik Sind ist eine unpolitisch. fremde und politisch eine fremde Welt oder jetzt nicht eine fremde Welt, aber wenig Bezugspunkte. Also tatsächlich, das geht mir da so ein bisschen ähnlich wie Ihnen, dass wenn man so ein bisschen die letzten Jahre zurückverfolgt, dass man denkt, oh, unsere Jugend, wo ist sie, ne? Und durch diese Fridays for Future-Initiative jetzt auch, haben sie ja wirklich nochmal so ein, ja, so eine Linie gekriegt, ne? Und auch nochmal tatsächlich das Gefühl dafür, wo bewegen wir uns eigentlich hin und was ist eigentlich das primäre Problem? Und das primäre Problem ist, dass wir auch morgen Luft zum Atmen haben wollen. Wir wollen Wasser haben, was wir möglichst trinken können. Und wir wollen eigentlich die Welt ähnlich so, wie sie jetzt ist. Und da sagen viele Wissenschaftler, also Leute, das ist schon nach 12. Und von daher finde ich das fantastisch, dass die jungen Leute sich da engagieren und sagen, aber wir wollen für uns und für die Nachkommen eine Welt haben, in der wir leben können. Wie immer, in so vielen Lebensbereichen haben wir auch hier unterschiedliche Interessensgruppen. Die Kunst besteht dann natürlich darin, und das ist die Aufgabe der Politik und der politischen Parteien, Wirtschaft, Soziales, Forschung und Umweltschutz vereinbar und unter lebenswerten Bedingungen gestalten zu können. Das ist das, was viele dann eben auch antreibt.
Das haben wir übrigens, wenn ich da reingrätschen darf, das haben wir wunderschön gemacht. Ich habe Ihnen das auch mitgebracht. Wir haben mit der Landesregierung, mit dem Umweltministerium und mit dem Landwirtschaftsministerium den Niedersächsischen Weg gemeinsam entwickelt. Und da wurden Naturschutzverbände und Landwirtschaft an einen Tisch geholt und man hat sich zusammen auf einen gemeinsamen Weg für mehr Klima, Umwelt, Natur und Gewässerschutz geeinigt. Und das ist ein ganz, ganz tolles Werk und das ist ganz was Besonderes, dass das gelungen ist, weil wirklich widerstreitende Pole da miteinander gesprochen haben und dann sieht man, wie erfolgreich das eben sein kann, wenn man miteinander spricht. Und das ist immer unbedingt wichtig und das ist auch Maxime meines täglichen Arbeitens. Das A und O. Genau. Ja. Gut, die letzte Frage, die ich dann noch habe, bezieht sich auf die Politik im Allgemeinen. Welche positiven und negativen Entwicklungen sind da aus Ihrer Erfahrung, aus Ihrer Sicht erkennbar oder sichtbar in den letzten Jahren? Wo geht der Weg hin, schätzungsweise? Und was muss, könnte verbessert, optimiert werden oder auch komplett abgeschafft werden? Fangen wir mit der absolut negativen Entwicklung an. Das ist für mich natürlich, dass absolute Parteien an den Rändern mittlerweile sich in den Parlamenten wiederfinden. Und das ist was, was für mich überhaupt nicht geht. Sprechen wir über die AfD, eine rechtspopulistische politische Vereinigung, wo ich wirklich sagen muss, die haben in unseren Parlamenten nichts verloren und ich wünsche mir wirklich, dass es uns gelingt, diese Partei auch wieder aus unseren Parlamenten zu vertreiben. Das ist natürlich ein hoher Anspruch, weil wir immer wieder feststellen, die Menschen holen sich das, was sie brauchen und wenn sie verärgert sind, dann wählen sie Protest. Und dann kann es eben dazu kommen, dass solche Parteien einen Zulauf erfahren. Und das finde ich bedenklich. Also ich bin immer jemand, ich biete mich immer an zu Diskussionen und sage, wenn ihr damit nicht einverstanden sind, wie wir Politik machen, lasst uns ins Gespräch kommen. Das ist das Wichtige. Aber man erreicht leider nicht alle. Es sind immer mal Menschen. Manchmal ist der Hoffnung mal verloren. Ja, entweder das oder die sind wirklich so hoffnungslos dann oder enttäuscht durch irgendwelche Dinge, die man entschieden hat, dass sie sagen, nee, da will ich alles nichts mehr mit zu tun haben. Aber irgendwelchen extremen Parteien dann hinterherzulaufen, nur weil die jetzt gerade die ihre Meinung da vertreten, ne? Das bedeutet noch lange nicht, dass am Ende des Tages diese Parteien auch dafür sorgen, dass das, was sie da versprechen, dann auch umgesetzt wird. Und vor allen Dingen sind sie gar nicht, Gott sei Dank, gar nicht in der Lage, das umsetzen zu können, weil sie nicht in der Regierungsbeteiligung sind hier bei uns. Und in Niedersachsen. Und das ist immer so ein bisschen, wo man aufpassen muss, wenn man tatsächlich dann meint, man muss diese Parteien stark machen, indem man sie wählt. Und man will damit vielleicht den Volksparteien einen Denkzettel verpassen. Da muss man immer aufpassen, was das für Konsequenzen hat. Also da bin ich ein bisschen zornig, weil das ist nicht meine Art von Verständnis, wie man miteinander umgeht. Also ich höre durch alle demokratisch ausgerichteten Parteien. Ja. Ich habe auch wohl bemerkt, dieses Projekt an alle demokratisch ausgerichteten Parteien gewendet, nicht ohne Grund, weil ich von ganz vielen Parteien, also eigentlich durchweg durch alle Parteien durchhöre, bis auf die AfD. Es ist unmöglich, wenn man bedenkt, was man heute in dem Jahr 2020, 2021 wieder sagen darf. Mhm. Es wird häufig der Satz genannt, das würde man ja wohl noch sagen dürfen. Mhm. Aber wenn man das jetzt, wenn man guckt, was heute möglich ist und was heute auch in politischen Diskussionen eingebracht wird, da hätte man, wie sehen Sie das? Ich denke häufig auch, vor 15, 20 Jahren hätte das niemand akzeptiert. Ja, das ist richtig und das ist auch eins der Probleme, ne? Dass in dem Moment, wo diese Parteien natürlich da sind, nehmen sie die Diskussion im Bundestag, jetzt gerade die Frage auch, die an Kanzlerin Merkel gestellt wurde von, gestern. Also da muss ich sagen, das ist einfach für mich beschämend, dass sowas in unserer Demokratie möglich ist und dass ist also absolut nicht etwas, wo ich gut mit klarkommen kann. Also das ist mal ganz deutlich gesagt. Ich denke auch, dann darf man wirklich nicht müde werden. Das gilt dann wirklich an alle, nicht müde werden, auch immer wieder darauf hinzuweisen, wie ein normaler Umgang miteinander eigentlich funktioniert. Dann, genau.
gewinnen. Und welches Regime verfolgt wird natürlich auch. Ne? Und ich hatte mal eine Diskussion zum Beispiel im Landtag, das kann ich ja mal wiedergeben. Da ging es, das war zur Zeit der Flüchtlingssituation, da ging es darum, sollen Flüchtlingskinder in Unterkünften, sollen die dort schulischen Unterricht bekommen, also in Flüchtlingsunterkünften, ne? Sollen die da schulische Betreuung bekommen oder sollen sie das nicht? Und da war halt die Haltung dieser Partei in Richtung, das brauchen sie nicht, weil sie sollen wieder dahin zurückgehen, wo sie herkommen. Und ich hatte gerade eine junge Praktikantin bei mir und die war maximal entsetzt über so eine Aussage, weil das hat ja natürlich mit humanitärer Hilfe nicht ganz viel zu tun und schon gar nicht, wenn man das dann nochmal an Kindern ausrichtet. Also das geht überhaupt nicht. Und ich habe nur gedacht, guck mal, wie wichtig ist es, dass diese junge Frau das jetzt hier live miterlebt hat. Weil wir können das ja immer als Politiker und Politikerin sagen, da wird man schnell in die Ecke gestellt, naja, du willst bloß, dass die keine Stimmen kriegen oder so. Ne? Ja, das will ich auch unbedingt, aber nicht, weil ich sage, das sind Mitbewerber. Das sind für mich keine Mitbewerber, sondern das ist aus tiefster Überzeugung, rechtspopulistische Haltung gehen für mich gar nicht. Wie gesagt, das war ein breites Themenspektrum. Ja. Vielen Dank, dass Sie sich dem gestellt haben. Ja, sehr, sehr gerne. Ich danke Ihnen. Alles Gute. Danke auch. Vielen Dank für das, für den künftigen Wahlkampf. Es werden spannende, wie viel sind es jetzt? 3 Monate noch? Ne? Ja, bis 12. September, wie genau. Wie ist Ihr persönliches Gefühl? Es ist noch eine Menge. Ja, das ist im Moment, drin. wir haben genau tatsächlich sehr viele unentschlossene Wähler und Wählerinnen. Wir werden jetzt dann irgendwann gibt es Anfang August, denke ich, die Briefwahlunterlagen. Es ist, was ich so ein bisschen bedauere, es ist eine enorme Anforderung an die Bürger und Bürgerinnen, weil wir so viele Wahlen haben. Wir haben die Kommunalwahlen, also die Räte hier, die aufgestellt werden. Wir haben die Kreistagswahl, wir haben die Landratswahl. Wir haben, wo wir übrigens auch einen ganz hervorragenden Kandidaten haben mit Dr. Frank Ahlhorn, muss man wirklich mal sagen. Und wir haben natürlich in einigen Kommunen auch Bürgermeister und Bürgermeisterinnenwahlen und 2 Wochen später am 26. dann auch noch Bundestagswahlen. Also es ist schon eine enorme Herausforderung. Das sind eine Menge Wahlzettel, die da verschickt werden und ich sag mal so, ich möchte nicht in der Haut der Kommunen stecken, die das alles organisieren müssen und auch die Wähler und Wählerinnen, die haben es nicht so ganz einfach. Da werden wir auch noch einiges an versuchen aufzuklären, damit man da vernünftig mit umgehen kann. Also schon eine Herausforderung. Ja, dann wünsche ich da gutes Gelingen für die kommenden Wochen und Tage, Monate. Und ich bedanke mich für alle, die zugeschaut haben bei dem Format und bei Karin Ungemann. Ganz herzlichen Dank. Danke auch. Tschüss. Auf Wiedersehen.